Herzlich willkommen zurück zu Mafia 2. Wie ihr seht, stehen wir hier wieder vor dem Bordell. Wir werden nämlich dieses hier noch einmal von vorne spielen, da 13 Trefferpunkte doch ganz schön wenig waren. Und da mir aktuell so ein bisschen die Zeit fehlt, das selber oder halt offscreen nachzuspielen, machen wir das jetzt gemeinsam. Ich meine, ihr wollt ja sicherlich auch das komplette Spielerlebnis haben. So. Den hätten wir schon mal. Jetzt müssen wir uns hier nur einmal in Sicherheit begeben. Verschont mich. Ja, verschont ihr mich, ich verschone euch. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. So. Jetzt schon wieder nur 85. Das ist schlecht. 64, aber gut, wir können uns noch einmal heilen. Das ist also eigentlich nicht so dramatisch gerade. Ich glaube, 30 Punkte kriegen wir nochmal drauf. Auch schon Wahnsinn, was hier für Gegnerwellen sind. Nee, der turnt noch durch die Gegend, macht die Scheibe kaputt. Ich habe eine Familie. So. Ich glaube, jetzt können wir uns einmal ein bisschen vorwagen. 64 Punkte, das ist gar nicht mehr so schlecht. Ich habe eine Familie. So, wir nehmen auf jeden Fall die Macht. Mit gleich untersuchen weiß ich gar nicht, was das so bringt. Die gefunden haben wir bisher eh nicht. Jetzt heißt es langsam nach vorne gehen Richtung Rezeption. Und hier ist noch weiter. Was schießt? Oder? Habe ich mir das nur eingebildet? Also mal gucken, ob da noch irgendwas kommt. Da doch, ich werde getroffen. Ich sehe aber nicht von wo. Ich sehe nicht, von wo ich beschossen werde. Dann gehen wir erstmal weiter. Wird vielleicht noch kommen. Oder ist es da hinten? Nee, der steht auch noch rum. Hey, ach da! Der Kollege. Ja. Damit können wir eigentlich nochmal wieder von vorne anfangen. Treffe. Ach, weil ich auch keine Munition mehr habe. Ja, das ist zu wenig. Da kommen wir auch wieder nur auf 39. Das dürfen wir nochmal machen. Na süßer, wie wär's? Wir könnten auch erstmal gucken, ob wir hier hinten hinkommen. Wobei, ich muss mich ja eh hier hinten hindurchschlagen. Ich komme noch gar nicht vorbei. Na gut. Dann ist das wirklich die Reihenfolge. Okay, also muss man noch auf den einen Matrosen dann achten. So. Aber jetzt ist er weggelaufen. Das ist auch ungünstig. Nee, 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 das müssen wir nochmal machen. Achso, weil ich den Colt gezogen habe. Yep, alles klar. So, auf geht's. Erstmal rein. Na süßer, wie wär's? Erstmal rein und dann hier rum. Dann gehen wir hier einmal schon mal in Deckung. Ziehen die Waffe. Ich werde hier trotzdem getroffen. Von dem Kollegen. Ich habe eine Familie. 58, das kann man eigentlich auch schon wieder fast noch starten. Nachladen. Okay, der bringt immer ein bisschen Nachschub mit. Das ist schon mal ganz gut. So, komm. Nee, der trifft mich nicht gut. Das kann ich leider nicht machen. Okay, 55, damit kommen wir auf 85. Das ist okay. 85 ist okay. Ich habe eine Familie. Und wir haben ich habe eine Familie. Das ist eigentlich auch schon mal ziemlich gut. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob wir hier. Ja, ich bin schon wieder getroffen. Oh, da ist noch einer. Mist.
Also ich würde gerne so mit 50 Trefferpunkten dieses Level überstehen. So, gibt's noch einen von diesen Typen oder waren das alle? Die laufen alle weg. So, jetzt können wir hier ans einmal erfrischen. 65 und den Schlüssel nehmen. So, zwei Leute stehen uns jetzt noch im Weg, glaube ich. Nochmal nachladen. Hier haben wir zwei Schuss, macht Sinn. Zwei Schuss weggeschmissen. Ist die Frage, gehen wir die Treppe hier hoch? Ich glaube, ja, das bringt nicht so viel, sich durchzuschleichen. Einmal hier die Schrumpflinte auf jeden Fall. So, die war, glaube ich, im zweiten Stock, die gute Dame. Jetzt schießt er doch. Da durch? Verdammt. Oh Mann, ey. Okay, wir nehmen diesmal doch die andere Treppe. Na, süßer, wie wär's? Oder halt doch mit den 19 Trefferpunkten versuchen, an der anderen Stelle weiterzumachen. Also ich werde jetzt nochmal 3 Folgen aufnehmen und wenn ich dann immer noch an dieser Stelle hier festhänge, jetzt habe ich nicht getroffen, guck, ob man das noch reparieren kann, dann würde ich vielleicht sogar hier erstmal eine Pause einlegen mit dem Spiel. Weil hat dann ja irgendwie auch keinen Wert. Da muss man akzeptieren, wenn man zu schlecht ist. Aber die Gegnerhorden finde ich hier schon ein bisschen unverhältnismäßig, aber gut. Ist ein altes Spiel. Damals waren sie noch schwer. Völlig legitim. In diesem Level sieht man immerhin die Gegner auch einigermaßen. Das ist ja bei dem nachfolgenden dann schon nicht mehr so der Fall. Ich würde jetzt gerne hier die Schrumpflinte nehmen. Der hat jetzt mal geschossen. Den jetzt hier gleich mal. Der hat sich wahrscheinlich die Waffe einfach geschnappt. So, der schmeißt die Waffe hin. So, das wäre besser. Na gut. 94. Wenn man jetzt nochmal speichern könnte, das wäre so glorreich. Aber das ist gut. Da ist wieder so einer. Sicher ist sicher. Man mag es grausam nennen. Aber es ist irgendwie auch jetzt für den eigenen Schutz. Das heißt, das Medikit lassen wir jetzt noch. Wir schalten jetzt noch die beiden anderen aus. Und dann können wir uns das Minikit holen und dann entsprechend weitermachen mit der Story. Hier unten ist er jetzt erstmal aufgeräumt. Jetzt trotzdem die Haupttreppe. Jetzt weiß ich ja, dass der gleich schießt. Da hat er noch nicht geschossen. Deswegen werden wir das gleich so machen. Keine Gnade. Ach, und das ist ein One-Hit. Ja, ist klar. Ist klar. Sehe ich ein. Okay. Na süßer, wie wär's? Das ist natürlich klar, dass der einen mit einem Schuss einfach mal komplett niederknüppelt. Jetzt das habe ich eigentlich nur so einen blöden Colt gekriegt. Willst du mich wütend machen? Bitte in Ruhe. Ich bin in Form. Erbarmen. Ich habe eine Familie. So, nachladen. Ja gut, das ist jetzt eh vorbei. Ich weiß nicht von wo.
Gut, dann werden wir diese Folge nochmal komplett den hier machen. Und nächste Folge, wenn es nicht besser wird, gehen wir aufs Dach. Ich habe wirklich nur den Colt. Wer hat dich eigentlich geschickt? Nein, bitte, verschone mich! Sieht doch nicht gut aus, was der da macht. Jetzt haben wir nochmal kurze Zeit. Kein Unmensch. Jetzt haben Platz gefunden. Lass mich bitte in Ruhe. Rüberschießen, okay? Der muss weg. Ich bitte in Ruhe. So, waren das alle? 92. Das sieht jetzt schon wieder ganz gut aus. Ich habe eine Familie, kein Unmensch. Tu es nicht. Lass mich bitte in Ruhe. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Schrotflinte wieder mit. Wieder anfängt. Und die Matrosenanzüge, die traue ich nicht. So. Na gut, aber gut, die mich eben erschossen haben, die haben wahrscheinlich auch eine Schrotflinte gehabt. Ich habe nur nicht gesehen, was wir für eine Waffe haben. Dann hilft einem ja irgendwie auch das Medikit nichts, was man da übrig hat. Aber gut, bis hierhin läuft's. Jetzt gehen wir einmal schnell hier rüber. Und suchen einmal das Treppenhaus. Das müsste jetzt hier links sein. Wo die Dame im Weg steht. Perfekt. So, erster Stock. Zweiter Stock. Soll nur gleich aufpassen. Da ist nämlich einer. Ah, der hält sogar zwei Schüsse aus. Okay. Ich stehe nicht gut. Mist. Oft habe ich ihn jetzt getroffen. Habe ich ihn überhaupt getroffen? Blut. Ha, da bist du! Verdammt. Ja, ein Schuss 17, genau. Das ist doch lächerlich. Ja, das war's. 14. Aber gut. 14 plus 30 sind 44. Ich wollte auf 50. 44 ist besser als 19. Dann werden wir damit weitermachen. Und wir haben eine abgesägte Schrotflinte. Die hatten wir letztes Mal nicht. Damit können wir die erste Polizeiwelle ganz gut wieder machen. Das klingt aber auch brutal, wenn man das hier so erzählt. Unfassbar. Da schießt schon wieder jemand. Was tut denn noch her? Mist. Ich dachte, wir wären fertig gewesen. 31. So, wo war die jetzt? Hier nicht. Beziehungsweise habe ich den Manager eigentlich getroffen. Ja. Okay, da ist es. So, und jetzt müssen wir noch einmal nach oben. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich alle waren. Ansonsten müssen wir nochmal von vorne ran. Gut, das waren alle. Das kann ich auch interessanterweise nicht überspringen, okay? Lass mich bitte in Ruhe. Das gibt's nicht.
17. Da stand noch einer hinter der Tür. Wirf die Knarre weg! Nein! Bitte! Achso, der hat auch einen, okay. Gucken, was passiert denn jetzt? Ich dachte, der rennt in sein Büro. Alles klar. Gut, dass die nicht so gut treffen. Es gibt 30 und wir haben 72 und es geht ja auch wirklich um einzelne Punkte. Okay, der schießt schon mal nicht auf mich. Na komm, lass mich durch. Interessant. Mädel. Ging leider nicht anders, aus spielmechanischen Gründen. Oh Mann. Was macht das Spiel aus mir? Was macht das Spiel aus mir? Schaffen wir auch. So ist ja nicht. Jetzt wird schon wieder irgendwo geschossen. Da. Ah, 1949. Ist okay. Ist okay. Aber einer läuft hier noch rum. Und ich finde es echt schwer, dann so zu finden. Noch einer mit so einer Schrotflinte rumlaufen. Und wir müssen noch den Manager finden. So, und der steht nämlich jetzt hier hinter der Tür, der eine. Ja, keine Chance. Also das ist in weiten Fällen dann doch irgendwie unfair, finde ich. Na süßer, wie wär's? Eigentlich unfassbar, dass ich das erste Level dann direkt im zweiten Anlauf geschafft habe. Dafür, dass es heute dann so gar nicht funktioniert. Also das hier unten, das geht ja noch, aber das Fiese sind die beiden Typen mit der abgesägten Schrotflinte, die rankommen. Beziehungsweise im Treppenhaus umlaufen. Ich habe eine Familie. Sofa. Der ist nicht so schlimm. Ich habe eine Familie. Das Treppenhaus ist halt kein guter Ort. Bitte in Ruhe.
Wann diese Matrosen auf einen schießen, weiß ich auch nicht so genau. Das habe ich auch wieder nicht so verstanden. So, bis hierhin ist ja mittlerweile alles cool. Also das kriegt man gut hin. Mit 80 Punkten. Nur das danach wird dann schwer. Das danach wird schwer. Speicherfunktion. Okay, noch einen Typen mit so einer Schrotflinte. Und aha, da ist auch noch der. Genau, wie gesagt, die kommen manchmal. Nicht immer. Nur manchmal. Okay, sehr gut. Das müsste der zweite Typ gewesen sein. Hat doch nur eine Schrotflinte. Das müsste noch der eine im Büro sein. Und dann müssten wir es eigentlich haben. Ja, der im Büro, der ist halt auch noch blöd. Kann ich auch von hier rein? Nee. Okay, steht da. Alles cool. Ach, keine Mission mehr. Sag das doch. Was hält der denn aus? Hat mir natürlich noch einmal einen mitgegeben. Gut, jetzt müssen wir natürlich noch einmal runterlaufen vorher. Das ist klar, wir müssen noch einmal das Medikit nehmen, da bin ich jetzt auch gierig. Hoffe, dass jetzt keiner mehr mit Waffe rumläuft. Das müsste jetzt einmal aus prophylaktischen Gründen sein. Ich weiß nicht, dass der sich eine Waffe schnappt. So. 91. Nein. Wo kommst du denn jetzt noch her? Das ist doch echt. Mann. Okay, 50. Das war ja mein erklärtes Ziel. Aber dann hat sich das Runtergehen jetzt natürlich überhaupt nicht gelohnt. Das ist doch wieder alles nicht wahr hier. So, steht hier jetzt noch einer hinter der Tür? Nein. So, raus hier. Okay, dann stehen wir wieder hier und hier machen wir in der nächsten Folge dann weiter. Immerhin jetzt mit 50 statt 19 Trefferpunkten. Das sollte dann hoffentlich deutlich leichter sein. Bis dann.